Wunderwerk Kopfsache. Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst. Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und Susanne Ruth. Liebe Sandra, ich freue mich so sehr, dass wir endlich wieder hier sitzen. So einmal im Monat, da ist so die Zeit dazwischen, finde ich schon immer ganz schön lang. Das stimmt, das ging mir auch so. Ich hatte das Gefühl, wir hätten heimlich einen Monat noch pausiert, aber das war gar nicht so. Nee, das war gar nicht so. Und das Thema, über das wir heute reden, finde ich besonders toll. Die Macht der Worte und das kleine Wort aber. Da steckt unfassbar viel Potenzial drin. Und ich habe, irgendein Geist hat mir gerade geflüstert, dass du mit etwas, mit dem berühmtesten oder ich glaube sogar, es ist das meist aufgelegteste Buch der Welt starten möchtest. Tatsächlich kommt mir, wenn ich dieses eine Wort höre, nämlich Wort, kommt mir immer der Satz aus der Bibel in den Sinn. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ich habe das jetzt abgelesen, ich hätte es so nicht zitieren können und trotzdem habe ich immer dieses, im Anfang war das Wort, ja, in meinem Geiste gehabt und dann habe ich mich auch gefragt, spannend, weil ich gehe jetzt nicht regelmäßig sonntags in die Kirche, wir sind noch in der Kirche, wir gehen auch gerne an Weihnachten mal in die Kirche oder zu Hochzeiten, zur Taufe, Konfirmation, aber ich bin jetzt nicht so bibelfest, dass ich dir irgendwas zitieren kann oder so und trotzdem war dieser eine Satz, als ich an das Wort Wort gehört habe und gedacht habe, okay, was fällt mir denn zu Wort ein, kam mir sofort in den Sinn. Und mir gefällt dieser Satz tatsächlich so gut, weil ein Wort einen wunderbaren Anfang schaffen kann. Ich finde spannend an diesem Satz tatsächlich, dass da nicht steht, am Anfang wurde das Wort, sondern am Anfang war das Wort. Dass das gar nicht in Frage gestellt wurde, es war einfach da. Es war da. Das finde ich sehr schön an diesem Satz. Und ganz spannend finde ich wieder unsere unterschiedliche Herangehensweise. Dir kam als erstes die Bibel in den Sinn und mir kam als erstes in den Sinn, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wort und Wörter? Gibt es da einen Unterschied zwischen Na, überleg mal. Worte und Wörter? Also Wörter ist der Plural, ein Wort, viele Wörter. Und was sind dann Wort und Worte? Ich spreche Worte. Also ich würde ja nicht sagen, ich spreche Wort. Ja? Ja. Ich spreche Worte, aber ich würde nicht sagen, ich spreche Wörter. Ich spreche Worte aus. Mhm. Oh, interessant. Genau. Und was hast du da festgestellt? Ich habe dann so festgestellt, habe so ein bisschen das, also mir so verschiedene Sachen rausgesucht. Und da ist zum Beispiel, Wörtern ist immer, dass man davon spricht, so wie du es auch gerade gesagt hast, im eigentlichen ganz klassischen Sinne von kleinste grammatische Einheit eines Satzes. Also ein Satz besteht aus mehreren Wörtern, viele englische Wörter sind mit deutschen Wörtern verwandt, Worterklärungen findet man in einem Wörterbuch, nicht in einem Wortebuch. Beim Scrabble legt man Wörter. Ein Computer fragt nach Passwörtern, nicht nach Passworten. Mhm. Wörter können Zungenbrecher sein, sie können gebeugt, getrennt, gezählt und abgekürzt werden. Man spricht von Worten, wenn damit Zitate, Redewendungen oder die ganze Sprache gemeint ist. Warte, wiederhol das nochmal. Also man spricht von Worten. Mh. Worten, wenn es um Reden, Zitate oder Sprache, die ganze Sprache. Die Sprache. Mh. Also zum Beispiel, ich bin ein Berliner, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben und Karthago muss zerstört werden. Das sind große Worte. Und nicht Wörter, berühmter Politiker. Und dann eben, genauso mir fehlen die Worte, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Da fehlen mir nicht die Wörter, die habe ich im Normalfall, sondern mir fehlt die Worte, mir fehlt die Bedeutung dahinter, die Sprache. Wer sprichwörtlich große Worte macht, der spuckt nur große Töne. Sowas. Man gibt sein Ehrenwort, man gibt nicht seine Ehrenwörter. Ja. Ja. Und es gibt eine unlogische Regel in diesem, eine unlogische Formulierung in dieser Regel. Die Mehrzahl von Sprichwort lautet? Sprichwörter? Tja.
Dabei müsste es eigentlich Sprichworte heißen. Ja, aber das eine Wort, da können wir jetzt mal drüber hinwegsehen, oder? Ja, und das war meine Herangehensweise. Also tatsächlich, dass Wörter aus Buchstaben bestehen und Worte aus Gedanken. Und das hat mir eben so gut gefallen, dass du sagst, Worte haben eine tiefere, eine vielleicht kraftvollere Bedeutung, weil ein Wort an sich hat ja auch eine Bedeutung, aber wenn man jetzt sagt, die Worte, die jemand gesprochen hat, dann ja, denke ich zumindest, gleich, oh, das muss was Besonderes gewesen sein, ne? Nicht, er hat einfach nur einen Satz gesagt, sondern er hat wirklich Worte gesprochen, wow. Und du würdest auch nicht sagen, die Wörter, die er gesprochen hat. Nee. Weil dann würde das so klingen, als ob das so einzelne Wörter sind, also eben ohne diesen Sinnzusammenhang, ohne die Bedeutung. Auch wenn ich sagen würde, deine Worte haben mich unterstützt, ne, oder deine Worte haben mich verletzt, da sagt man ja auch nicht, deine Wörter, die du gesprochen hast, haben mich unterstützt. Ja, das hat mich so berührt, deine Wörter haben mich so berührt. Ja, das ist wie so ein bisschen lächerlich machen, ja, genau. Ne? Wie so herabstufen das Ganze. Weil kein Inhaltgefühl drin ist. Also es sind eben grammatikalische Einheiten und keine Sprache. Das ist dieser total interessante Unterschied dazwischen. Das war so mein erster Ansatz. Und dann hatte ich überlegt, ob wir schon mal die Chirurgengeschichte hier hatten, weil ich die auch so bezeichnet. Ja, also ich kenne die, aber ich weiß nicht, ob wir die, das weiß ich auch hier, nicht. Erzähl die nochmal, ich finde die super. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so mache wie manche Menschen, die dann aus Versehen die Pointe am Anfang erzählen und dann plötzlich ist dann der Witz konzentrier weg. Dich okay, ich konzentriere mich drauf, weil ich habe es nicht schriftlich. Ich habe es tatsächlich nur in meinem Kopf. Wunderwerk. Kopfsache. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ein Mann fährt abends mit seinem Sohn auf der Autobahn und baut einen schweren Unfall. Der Vater des Sohnes verstirbt am Unfallort. Der Sohn wird ins Krankenhaus gebracht, er wird sofort in den OP geschoben. Der Chirurg kommt, schaut ihn an und sagt, ich kann ihn nicht operieren, es ist mein Sohn. Wer ist der Chirurg? Und ja, wie ist die Auflösung? Ja, schade, dass du es ja kennst. Sonst hättest du jetzt hier quasi als Testperson fungieren können. Aber ich weiß noch, als du mich das erste Mal gefragt hast, ich glaube, ich sah aus wie so ein Auto, weißt du, so dieser leere Blick, so, hä? Nee, ich wusste es nicht. Ja, es ist die Mutter. Die Mutter ist der Chirurg und das ist, da sieht man, was Sprache und was Wörter machen und was Worte machen. Dadurch, je nachdem, welches Wort wir wählen, können schon vollkommen neue Bilder in unserem Kopf entstehen. Beziehungsweise in dem Fall nicht Bilder, weil ich glaube tatsächlich, ohne euch da draußen zu nahe treten zu wollen, die wenigsten werden sofort auf die Mutter gekommen sein. Ja, das könnte durchaus möglich sein, wobei man da auch eine ganze Sendung jetzt draus machen genau. könnte. Genau, machen wir jetzt nicht, ob es ChirurgInnen heißen sollte, ob das vielleicht nicht eine Möglichkeit ist, das Bild im Kopf zu verändern. Aber das ist ein wunderbarer Einstieg für etwas, das ich jetzt gerne machen möchte. Nämlich, ich lade dich zu Hause ein und auch dich, liebe Sandra, ich sage ein Wort. Ja. Und du sagst, was dir dazu einfällt. Okay, ganz aber spontan, ja. Die Schwiegermutter. Nee, nein, nicht Schwiegermutter, ja genau. Sag ich, okay, nein, ich fange ja immer gern ganz unverfänglich an mit Auto, fange ich ja gerne an. Also genau. Ich sag Auto und du zu Hause kannst ja gerne mitmachen, laut oder deinen Gedanken aussprechen, was dir jetzt dazu einfällt. Sandra, wenn ich Auto sage, was für ein Bild hast du in deinem Kopf? Cabrio. Welche Farbe? Dunkelgrün, mein alter MX-5. Ah, weißt du, warum darf MX ich jetzt ausführen, warum ich da jetzt dran denke? Darum geht's jetzt überhaupt gar nicht, Sandra. Also das kann man, nein, darfst du gerne, natürlich. Das war ganz, und da finde ich auch, tatsächlich passt das total zu unserer Sendung. Wir waren jetzt mit Freunden in einem Kurzurlaub und fuhren zu einem Restaurant und nahmen eine Tochter mit, eine Jugendliche, 16 Jahre alt, 15, 16. Und wir fuhren unter zusammengewachsenen Kirschbäumen durch. Das war total schön. Da habe ich gesagt, oh, wie schön. Und dann hat sie gesagt, ja, bei sowas stelle ich mir immer vor, ich sitze in einem Cabrio und fahre da unten drunter durch. Und das war für mich so bezeichnend und so wichtig, weil wir gerade überlegen, was wir uns für ein neues Auto anschaffen, wenn unsere Autos den Geist aufgeben. Und für mich ist klar, es darf kein Benziner mehr sein, sondern es soll ein E-Auto werden. Und wir warten uns jetzt für ein neues Modell, das ganz lustig ist, dieser VW Bus, also das ist so ein quasi der alte VW Bus als Elektrobus. Und es sieht ganz lustig aus und da habe ich am Anfang gedacht, ja cool, es kommt so ein bisschen Campen, Lifestyle, Freiheit. Und
diese Worte, und da waren, haben wir uns schon total drauf fixiert, und dass diese Worte von der Freundin, da stelle ich mir immer vor, wie ich mit dem Cabrio durchfahre, haben mich dahin gebracht, was ich eigentlich an Autos liebe. Wenn man sie schon nutzt, dann ist es die Freiheit. Und nichts fühlt sich für mich, nur für mich, so frei an, und zum Glück für meinen Mann auch, wie ein offenes Verdeck. Und das war, deswegen war ich sehr glücklich, dass sie das gesagt hat, diese Worte benutzt hat, weil, und damit unsere gesamte Kaufentscheidung über den Haufen geworfen wurde. Jetzt gibt es nur das Problem, es gibt momentan außer dem Smart und dem Fiat 500 keine Cabrios im elektrischen Bereich, und aktuell sind noch tatsächlich keine geplant. Oh, interessant, das wird vielleicht noch kommen. Mhm. Und du hast so natürlich weiter. Jetzt, als ob es so abgesprochen war, ja, hast du auf dieses Wort Auto ja tatsächlich eine ganze Geschichte dazu erzählt. Und genau das passiert nämlich in unserem Kopf. Man hört, man sagt, man liest ein Wort, ein einzelnes Wort. Und sofort macht unser Gehirn Folgendes, es erzeugt ein inneres Bild. Und mit diesem inneren Bild sind Gefühle verknüpft. Also deine Augen haben jetzt richtig geleuchtet, als du von dem Cabrio erzählt hast. Wenn vielleicht dein Auto permanent kaputt ist, ja, und du hast dann, ich sage Auto, und du denkst, oh nee, schon wieder kaputt, ist das Gefühl, was dahinter steckt, natürlich ein ganz anderes. Mhm. Und deshalb empfinde ich Worte so kraftvoll und so mächtig, weil mit einem einzelnen Wort du so viel auslösen kannst in dir. Und es passiert manchmal ganz automatisch. Man nimmt es vielleicht gar nicht wahr, man kann das gar nicht richtig steuern. Oder man kann es eben bewusst steuern, indem man tatsächlich so einen Moment vielleicht mal nachdenkt und sagt, in welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen bei diesem Bild? Mhm. Schön. Nimm noch ein Wort. Nimm noch mal. Ja, also ich in meiner Meditationsworkshop habe ich dann damals Schwiegermutter genommen, und das war auch total interessant, weil die Reaktion wirklich prompt folgten von zu oh nee, und ja, es war sehr interessant, weil das doch ein sehr gefühls ja verbundenes Wort ist. Ich habe mir tatsächlich aber überlegt, ein anderes Wort heute zu nehmen, nämlich das Wort Finanzamt. Das ist für ein hübsches Wort. Ich kenne nette Menschen, die beim Finanzamt arbeiten. Siehst du? Ich muss meine Steuererklärung abgeben. Mhm. Bei mir ist auch, nach der Steuer ist vor der Steuer. Und ich habe tatsächlich meinen Steuerberater die Woche gesehen, und der hatte dann natürlich auch prompt gleich noch ein paar Fragen. Und ja, ist schon interessant, was dann in einem hochkommt. Vielleicht nur so die Idee, oh, lästige Aufgabe, oder hey, mache ich super gerne. Finde ich toll. Die Rückzahlung. Ja, vielleicht Rückzahlung. Ich habe letztens einen Menschen auf der Straße getroffen, und ja, ich muss dazu sagen, ich babbel momentan, also mittlerweile relativ viele Menschen automatisch irgendwie, man kommt halt so ins Gespräch, ne? Und ich habe auch die Tendenz, dass sie mir die Menschen dann ihre Lebensgeschichte erzählen. Und das war extrem interessant, weil er sagte, er konnte nicht mehr arbeiten, krankheitsbedingt, und er sagte, er hat seinen Beruf geliebt. Und da habe ich gesagt, noch mal gucken, was der war. Der war Buchhalter. Ich so, okay, wird noch besser. Und er hat Mahnungen geschrieben. Mhm. Mhm. Und er hat es so gerne gemacht. Er hat sie wirklich seinen Job geliebt. Dann habe ich mir auch gedacht, aha, interessant, was man so ja mögen kann, wie unterschiedlich das ist. Aber zurück zum Wort. Vielleicht konntest du jetzt zu Hause feststellen, es waren zwei Worte, Auto, Finanzamt, was für unterschiedliche Gefühle in dir hochkamen, und vor allem auch, wie schnell, wie ungefiltert das dann sofort entstanden ist. Und lässt uns vielleicht auch erahnen, wie herausfordernd Kommunikation ist. Mhm. Weil jeder sich ja seine eigene Geschichte erzählt, seine Cabrio-Geschichte, seine ich gebe gern die Steuererklärung ab, oder oh nein, ist voll die lästige Arbeit, oder was auch immer. Und dadurch natürlich die Menschen, die miteinander kommunizieren, vielleicht über ein und dieselbe Sache reden, aber zwei unterschiedliche Dinge meinen. Das bezeichne ich gerne als Worthülsen, die wir füllen müssen, wenn wir sicher sein wollen, dass der andere uns versteht. Also dass wir oft so Begriffe haben, Schlagworte, und eben wie du sagst, jeder denkt an was anderes. Ich sage zum Beispiel gerne das Wort vom, wenn du so, es gibt so eine andere Übung, da geht es um eine einsame Insel und was du mitnimmst. Und dann merkst du schon, manche fangen einfach an zu arbeiten, die haben ihr Bild von Insel in ihrem Kopf, und andere fragen dann, ja, bin ich jetzt im England im Meer oder in der Südsee, oder also bin ich kalt, ist um mich rum Süßwasser, ist um mich rum Salzwasser. Also tatsächlich, dass so ganz viele, ist es warm, ist es kalt, ist die bebaut, ist die, also, und du merkst, wow, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, weil für mich war irgendwie so einfach eine kleine Insel irgendwo, Punkt. Und das ist auch so ein Beispiel, dass du gerade zum Beispiel bei so Übungen ganz oft sehr exakt und genau sein musst, und die Worthülsen zu füllen,
damit du weißt, der andere meint genau das Gleiche. Und selbst wenn du sie füllst und es erklärst, ist noch ganz viel Raum für Missverständnisse und unterschiedliche Bilder im Kopf. Im mentalen Arbeiten ist das tatsächlich auch so, dass ich dann teilweise froh bin, wenn die Menschen rausgefunden haben, Mensch, was brauchen sie denn? Zum Beispiel, ich hatte einen Klienten, da ging es dann um körperliche Schmerzen und es war klar, er braucht Ruhe und Entspannung. Und ich schon so, yeah, Ruhe und Entspannung, super, wir haben es gefunden und so. Und dann war aber, Moment, was bedeutet denn Ruhe für diesen Menschen? Bedeutet Ruhe, ich lege mich 5 Minuten aufs Sofa? Bedeutet Ruhe, ich brauche ein Wochenende im Schweigekloster? Was bedeutet denn ganz konkret Ruhe für diese Person? Oder auch Entspannung? Heißt das ein warmes Bad nehmen? Heißt das einen Spaziergang machen? Das kann ja so, so vieles sein. Und jetzt finde ich noch total interessant, wenn man dann den Menschen fragt, was bedeutet denn Ruhe für dich? Dass er selber gar nicht weiß mancher. Dass man selber sich auch erstmal reflektieren, nachfragen darf, Mensch, was bedeutet denn Ruhe überhaupt für mich? Wann fühle ich mich denn ruhig und entspannt? Was brauche ich überhaupt? Eine meiner Lieblingsfragen momentan, was brauche ich überhaupt? Was machst du, wenn man keine Antwort darauf hat? Dann arbeite ich mit dem Unterbewusstsein. Also das ist ja die Art, wie ich im Mentaltraining arbeite. Das ist eine Form von Hypno-Coaching. Also der Mensch wird in einen entspannten Zustand versetzt und wir arbeiten mit inneren ganz vielen bunten Bildern. Und dann fragen wir, ob es irgendjemand gibt in dieser bunten Welt, der vielleicht eine Idee haben könnte, was Ruhe bedeutet. Und da kommt immer irgendwas, weil unser Hirn arbeitet ja permanent. Also unser Hirn ist ja nie komplett ruhig und es ist ja lösungsorientiert. Ne? Unser Hirn möchte ja eine Lösung finden. Also das ist ja das Schöne, weil unser Gehirn automatisch so funktioniert, je nachdem, wie ich es programmiert habe auch. Ne? Also wie ich es trainiert habe. Aber irgendwo ist da eine Lösung. Okay. Ja, so sieht's aus. Jetzt schaue ich dich völlig fasziniert an, weil ich tatsächlich in Gedanken noch nacharbeite, was du gerade gesagt hast. Also ich habe noch nicht erlebt, dass da nie nicht noch irgendwas kam. Also was ich eher auch erlebt habe, dass ich dachte, wow, super, wir haben alles erledigt, alles klar. Dann wieder Unterbewusstsein gefragt, braucht die Person noch irgendwas? Dann sagt das Unterbewusstsein, ja, ist das super, na gut. Also wieder zurück, was brauchst du noch? Und dann kam tatsächlich noch was. Und das ist so spannend, dass man bei sich selber nie auf andere schließen darf. Also da wirklich ganz, nur weil man selber denkt, das passt alles, das ist stimmig, Ruhe ist klar, ich weiß, was die Person meint. Nein, du weißt überhaupt gar nichts. Und da fragen, hey, wie meinst du denn das? Was bedeutet denn dieses Wort für dich? Oder ja, und da gibt's ja so ganz kraftvoll, also Ruhe und Entspannung sind vielleicht noch nicht ganz so emotional emotionsgeladene Worte, wenn man jetzt das Wort Freundschaft zum Beispiel nimmt oder auch Arbeit, Job oder Beziehung, Familie. Ach, da gibt es ja noch jetzt unendlich viele Worte, wo man denken könnte, ja, was bedeutet denn das für mich? Was möchte ich denn überhaupt? Was brauche ich? Ja, ich glaube, viele sind auch kulturell geprägt. Also ich glaube zumindest die groben Rahmen von Familie, glaube ich, wenn du jetzt in unseren Kulturkreis das Wort Familie sagst, kommt als allererstes Mutter, die meisten. Mutter, Vater, Kind. Genau. Also ich glaube, da sind wir schon noch sehr klassisch unterwegs und das ist natürlich auch was. Also da gibt es auch einen großen Streit zwischen den Sprachforschern, ob unsere Sprache unsere Kultur prägt oder ob und unsere Denkstrukturen im Hirn oder ob unsere Denkstrukturen im Hirn und unsere Gene unsere Sprache formen. Das ist eine ganz sehr lange, tiefgreifende Diskussion, gar erbitterter Streit unter den Sprachwissenschaftlern. Da haben sich mittlerweile die Psychologen auch schon eingeschaltet und die Neurowissenschaftler haben da ganz viele Sachen dazu beigetragen, weil sie tatsächlich immer wieder Hinweise finden, dass Worte unser Denken und Handeln prägen. Und dass wir wahrscheinlich schon mit der Muttersprache bestimmte Denkmuster bekommen. Würde ich so definitiv ja gerne auch sagen, ja. Ja. Weil wir ja mit den Worten, ja, wir kommunizieren ja eben nicht nur mit einem leeren Wort, allein wie du das Wort aussprichst, wie ist deine Körperposition dazu? Also sage ich jetzt zum Beispiel
Schokolade und verzieh dabei das Gesicht und nimm die Schultern nach oben, knirsch mit den Zähnen, dann wirst du wahrscheinlich keine positive Verbindung zu Schokolade haben, auch wenn die süß schmeckt oder jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn du Schokolade isst, weil deine Mama, Papa oder nahestehende Person das überhaupt nicht mochten. Mhm. Also das wird definitiv eine Rolle spielen, eben nicht nur das Wort an sich, sondern eben auch, wie sage ich das Wort, in welchem Kontext sage ich das Wort, wie ist meine Körpersprache bei dem Wort. Mhm. Und das finde ich auch mega interessant, mal sich selber wahrzunehmen, wenn man ein Wort sagt, wo man im Körper dieses Wort fühlt. Also mega spannend und gerade so im Hypno-Coaching, wenn man dann sehr entspannt ist und da noch besser reinfühlen kann, weil man das einfach anders wahrnimmt, wie sich das dann verändert. Das ist so interessant, wo man dieses Wort fühlt und wie es sich dann verändert. Finde ich lustig, dass du das jetzt sagst, gerade eben als du diese ganzen Worte, so die Palette, ach, da gibt's ja noch mehr und Familie und Freundschaft. Und dann habe ich gemerkt, wie das in meinem, also wie das quasi, oh Gott, wie sage ich es jetzt, dass es noch relativ normal klingt, in meinem Körper resonierte. Also das war wie so ein Ping-Pong, das sprang. Manchmal war es plötzlich oben, dann hatte ich plötzlich unten im Bauch, dann war es in der Mitte. Also tatsächlich so lustig, du hast so und ich merkte so dum-dum-dum-dum-dum-dum. Und habe gedacht, sage ich das jetzt oder nicht, aber jetzt hat es gerade gepasst, deswegen kann ich das sagen. Und das darf sein, also das möchte ich hier auch gerne mal sagen, da ist ja Meditation so toll. Also wir machen auch später noch eine Übung hier alle zusammen. Ich habe schon was mitgebracht. Und wenn man so eine Wortmeditation macht und sich dann ein Wort nimmt und dieses Wort mal auch teilweise aushält eine längere Zeit, das ist so spannend wahrnimmt. Wo fühle ich das Wort? Was macht denn das Wort mit mir? Was für ein Gefühl kommt denn da hoch? Also wenn man mit irgendwas ein Thema hat, sei es jetzt Geld, Familie, Beruf, Zukunft, dass man sich tatsächlich dieses eine Wort mal nimmt und in die Stille eintaucht und damit mal das Wort einfach mal machen lässt. Mhm. Wo spüre ich das? Wie verändert sich das? Wenn ich vielleicht merke, ich, wie ich meine Schultern nach oben ziehe, weil ich angespannt werde, wie ich den Kiefer zusammenbeiße oder was passiert mit dem Wort? Wie ich auf diesem Meditationswochenende war, ich habe es ja schon erzählt, eine Langsamkeit. Also, boah, ich habe gedacht, ich explodiere. Ja. Ja, und ich fand, also was ich gerne mit diesem, was wird auch in unserer Muttersprache angelegt, da gibt es ein ganz interessantes, also das hat quasi ganz viel umgewälzt, ein Forscher, der ist, ich muss jetzt kurz schauen, wo er ist hier, Stephen Levinson, und der ist zu den Aborigines gefahren und da gibt es welche in einer Gemeinde, jetzt gucke ich gerade, Gemeinde Hopewell, und deren Sprache, die haben eine eigene Sprache, Gugu Yimitir, ich bestimmt falsch ausgesprochen. Und diese Sprache kennt keine relativen räumlichen Beschreibungen, also wie vor, hinter, neben, rechts oder links. Und stattdessen sagen die immer die absoluten Himmelsrichtungen. Also sie sagen zum Beispiel, rechts neben deinem Fuß sitzt eine, sagen nicht rechts neben deinem Fuß sitzt eine Ameise, sondern nördlich von deinem Fuß sitzt eine Ameise. Ein Gegenstand liegt auf der südlichen Ecke des westlichen Tisches in deinem Haus. Aber die Augen werden ganz groß. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich jetzt hier sitzen würde, wo Süden, Norden, Osten und Westen ist. Genau. Aber da sieht man, dass die wahrscheinlich sehr naturverbunden leben. Ja, und wer ein Buch liest, blättert darin weder vor noch zurück, sondern je nach Sitzrichtung Ost, Süd, West oder Nordwärts. Und das Spannende daran ist natürlich, da klar, um diese Sprache überhaupt sprechen zu können, so wie du es gerade sagst, müssen die Menschen permanent eine Orientierung im Raum haben. Weil sonst könnten sie das ja nicht immer dazu sprechen, weil du veränderst dich ja, wo du bist, und musst aber immer diese Himmelsrichtung im Kopf haben. Und dazu müssen die sämtliche geografischen Informationen merken, um später auch von dieser Situation berichten zu können. Also sie müssen ja auch später noch wissen, dass das Buch nordöstlich lag. Und das wäre, sie sagen, die Vorstellung ist, dass in diesem Kopf von diesem Menschen wie die ganze Zeit ein Kompass unterwegs ist. Und die legen immer so kartografische Raster über alles, was sie sagen und sehen. Und es ist tatsächlich, die haben die dann aus ihren Gebieten rausgeholt und haben sie irgendwo anders kutschiert. Und es hat überall funktioniert. Es hat im dunklen Raum funktioniert, also wirklich in abgedunkelten Räumen. Es hat in Wäldern, in der Natur, überall hat es funktioniert. Die haben die Himmelsrichtung so verinnerlicht im Gehirn, in ihrem Wesen, dass sie sie immer abrufen können. Und das ist natürlich völlig abgefahren zu sehen, dass dadurch, dass sie diese Sprache so aufgebaut haben oder sich die Sprache so aufgebaut hat, aus dem wie sie leben. Aber warum? Wir haben auch, wir könnten genauso, wir waren ja auch mal irgendwann naturverbunden. Oder das genetisch bedingt, dass die vielleicht Gene haben, die wir dann nicht mehr haben. Und das war eben auch so, dass sie sagen, okay, also wenn du diese Sprache sprichst und lernst, trainierst du auch immer deinen Orientierungssinn, weil du kannst es nicht
ohne machen. Also das ist sowas, was, wo ich denke, das ist total beeindruckend. Und räumliche Wahrnehmung ist dann nur der Anfang. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass man sagen kann, es gibt, das fand ich ganz schön, im Englischen zum Beispiel, und ich glaube, da sind wir im Deutschen auch nicht weit entfernt, ist dieses, dass wir benennen, wer etwas getan hat. Also zum Beispiel, wenn du aus Versehen eine Vase umgeworfen hast, heißt es, John oder Susanne hat die Vase zerbrochen. Mhm. Ganz schnell. Egal, geht es ja erstmal nicht um die Schuld, sondern es ist so, Susanne war es. Im Spanischen und Japanischen dagegen sei in diesem Fall eher nicht üblich, den Verursacher zu benennen. Da sagt man eher, die Vase ist zerbrochen und das, was jetzt kommt, finde ich ganz niedlich, die Vase hat sich zerbrochen. Oh Gott, ja. Und das finde ich total bedeutsam, wenn man drüber nachdenkt, weil wenn die Vase sich zerbrochen hat, dann bist du so frei von Schuld. Also es geht gar nicht zu adressieren, dass jemand etwas getan hat, sondern nur der Fakt, also es ist nur das Resultat, die Vase ist kaputt, könnte man sogar nur sagen. Und du nimmst diese anderen Dinge mit raus. Und das finde ich total interessant. Und da gibt es dann auch wieder eine Experimentenreihe aus Amerika. Und die haben Spaniern, Japanern und Amerikanern Videoaufnahmen von Personen gezeigt, die mal absichtlich und mal aus Versehen etwas zerstörten. Entweder ein Ei oder ein Luftballon. Und die Probanden mussten danach auf den Fotos diese Personen identifizieren. Und das Witzige ist, hatten die mit Absicht gehandelt, haben alle Gruppen gleich gut die Personen identifiziert. War das Malheur aber aus Versehen geschehen, konnten sich ja Spanier und Japaner gar nicht mehr genau daran erinnern, wer es gemacht hat. Im Gegensatz zu den Amerikanern. Die wussten trotzdem noch, wer schuld ist, wer der Übeltäter war. Und das ist natürlich total interessant, auch wieder, was das macht. Was macht allein die Tatsache, wie ich den Satz baue und wie ich Dinge nehme, was sagt das auch über meine Kultur aus, wie ich den Menschen gegenüberstehe und wie ich mit Sprache Wahrheiten und Prägungen schaffe? Du hast es ja ganz tolle Beispiele rausgesucht, wie stark Worte uns prägen können bei Kulturen, die ja doch sehr vielleicht isoliert auch aufwachsen und leben. Die Spanier? Ja, die Spanier und die Japaner. Manchmal. Ich meinte das Volk davor. Ja, guck mal, ich habe gesagt, isoliert leben. Ich hatte die Geschichte davor noch im Kopf und du hattest, ja, spannend. Also, ich möchte aber gerne nochmal auf die Amerikaner zurückkommen, weil ich finde tatsächlich so, Deutsch ist das oft, wenn man fragt, hey, wie geht's? Ja, geht schon. Muss, ne? Mhm. Und wenn man in Amerika in einen Laden kommt, das ist ja wirklich üblich, hey, how are you? Yes, I'm fine. Und man kann jetzt sagen, okay, die sind total übertrieben und so, aber die Idee dahinter gefällt mir eigentlich sehr gut, dass ich erstmal eine positive Stimmung machen will. Dass ich nicht sagen will, ich fange hier gleich an mit, ja, das Leben ist so hart und boah, ja, ich schleppe mich halt hier so, sondern hey, mir geht's gut. Natürlich darf man auch sagen, wenn es einem nicht gut geht, aber so die Grundeinstellung, dieser Grundtenor mit den Worten zu sagen, hey, mir geht's gut. Und dann zu gucken mal, wie man sich fühlt. Wie geht's denn jetzt zu Hause jetzt gerade? Geht's dir gut? Ich glaube, der Sandra, die weiß gerade noch nicht, ob sie sich wohlfühlt oder ob es ihr gut geht. Nein, die Sandra überlegt, ob sie da jetzt schon wieder eine Gegenrede starten soll. Ja, natürlich, komm, ja, Logo, dafür sind wir doch hier. Also ja, ich bin bei dir. Ich glaube, ich finde es gut, mit positiven Signalen einander, jetzt kommt aber, ineinander okay, zu begegnen. Gleichzeitig, gleichzeitig finde ich, dass gerade auch, und das weiß man ja auch aus dem amerikanischen Raum, dadurch sehr viel Tiefe genommen wird, es auf eine sehr oberflächliche Ebene gehoben wird und ganz viel verloren geht. Und das ist nun mal auch eine Tatsache, weil du gar nicht den Raum hast eigentlich, weil jeder sagt, I'm fine. So, ja, aber, und das ist genau der Punkt. Also es geht ganz viel verloren. Aber. Wenn ich in den Supermarkt gehe, finde ich trotzdem, also da möchte ich jetzt auch ja gar nicht tiefgründig mit dieser Person jetzt groß reden, sondern da ist es aber trotzdem doch irgendwo ganz schön, so von der Stimmung, wenn man fragt, hey, wie geht's? Hey, how are you? Hey, I'm fine. Ja, aber warum frage ich was, wo ich überhaupt keine Antwort möchte? Warum kann ich nicht einfach Hallo sagen und ganz nett dabei grinsen? Oder sagen, schön, dass Sie hier sind. Toll, Sie zu sehen. Schön, dass Sie bei uns einkaufen. Hey, heute wieder Tomaten. Geilo. Also, ja, okay, dann also weißt du, mich stört, ja, glaube ich, eher, eine Frage zu bekommen, okay,
Und jemand will die Antwort überhaupt nicht. Total interessant. Dich, du bist bei der Frage und ich bin tatsächlich bei der Antwort. Ne? Dass wenn man, aber siehst du nicht echt? Die Frage oder die Antwort? Die Antwort. Das weiß ich eben nicht. Und das ist ja, also, da, jein. Also, ich kann ja mit dem, was ich sage, mich selbst auch in eine Stimmung versetzen. Mhm. Und natürlich spiegelt die Antwort in dem Moment eventuell auch wieder, was meine Grundstimmung zum Leben ist. Ob ich das Leben eher positiv sehe oder ob ich das Leben eher negativ sehe, ob ich das Leben eher als leicht ansehe oder ob ich das Leben eher an, ja, hart und schwer ansehe. Und da finde ich tatsächlich, hab ich so das Gefühl, ich kann das aber jetzt auch nicht repräsentativ hier irgendwie wiedergeben, was man so hört und was ich auch erlebt habe, dass es in Amerika im ersten Moment etwas positiver und lockerer erscheint. Mhm. Und ja, vielleicht kann man das wirklich mit Leichtigkeit ein bisschen mehr sehen und in Deutschland tatsächlich teilweise so eine Schwere ist. Aber du wirst doch auch gefragt, wie geht's dir? Wie geht's Ihnen heute? Und dann sag ich, hey, mir geht's super. Nein. Also die Frage ist die gleiche. Und die Frage ist die gleiche und ich wähle dann nicht diesen Salopp, oh, geht schon, muss, gut. Sondern gerne ein gut. Ich sag sogar, also meine Hauptantwort ist meistens gut. Genau. Meistens geht's mir gut. Meistens gut. Aber das ist doch auch dann eine kurze, knappe, oberflächliche Antwort, weil man möchte ja mit dem anderen jetzt auch nicht anfangen. Also, aber ich würde es gar nicht also gefragt werden wollen. Also mach ich, ja, spannend. Das mache ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich gefragt werde, wie geht's? Sag ich, willst du die Kurzversion oder jetzt wirklich die ehrliche, lange Version? Also, weil das ist ja auch die verschiedenen Lebensbereiche. Ne? In dem einen geht es einem gut, in dem anderen hat man vielleicht ein bisschen ein Thema gerade. Eine Kollegin von mir hat gesagt, ich darf ihr die Frage nicht stellen. Habe ich das schon mal erzählt? Das hast du mir schon mal erzählt, aber genau. Ich weiß natürlich nicht. Ja. Also die eine Kollegin hat zu mir gesagt, ich soll ihr diese Frage bitte nicht stellen, weil sie mir antworten möchte. Und meistens kann sie das nicht, wenn sie im Flur an meinem Büro vorbei rennt. Okay, was machen wir jetzt mit der Frage? Wie geht's dir? Streichen wir sie? Ich habe sie, also ich stelle sie entweder, wenn ich die Antwort hören will, oder ich stelle sie nicht. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich bei Gruppen bin, ich war vorhin, hatte mit einer Gruppe wieder eine Sitzung und wenn ich da bin, dann frage ich nicht, wie geht's Ihnen, sondern ja, es wäre ja eigentlich so das Normale tatsächlich, sondern mein erster Auftrag ist, schön wieder hier zu sein, weil das ist das, was ich empfinde. Schön, dass ich mit diesen Menschen arbeiten darf und dann wähle ich eine Auftaktmethode, in der ich genau das abfrage und auch diese Antworten hören möchte. Und da ist nicht so, jetzt sagen wir alle mal, wie es uns geht. Gut. Musste gerade so grinsen, weil ich das tatsächlich mal am Anfang der Yogastunde in meiner anfänglichen Unterrichtszeit gemacht habe. Hey, wie geht es euch? Und dann ging's los, ne? Einer hat Ellenbogen, der andere hat Knie, der andere hat Rücken. Und es war aber dann irgendwann auch dann wieder so, dass jeder das so wahrgenommen hat auf einmal. Und ich auch sagte, oh, das habe ich jetzt gar nicht mit der Frage quasi bewirken wollen. Und wir haben das dann auch auf sehr amüsante Art und Weise gesehen, weil tatsächlich jeder mit seinem körperlichen Thema dann in dem Moment anfing, was so eine Frage auslösen kann, was ich gedacht habe, vielleicht zu bekommen, vielleicht auch, ja, Tag war ein bisschen anstrengend oder hey, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin beim Yoga und was ich aber für eine Antwort bekommen habe. Es war aber Gott sei Dank sehr amüsant und wir haben uns dann über die Frage und auch über die Antworten amüsieren können. Also in der systemischen Ausbildung war auch so, dass eine unserer Ausbilderinnen gesagt hat, fragt nicht eure KlientInnen, wie es ihnen geht als Auftakt, sondern gezielt. Was hat sich verändert seit der letzten Sitzung oder sind sie an dem Thema dran geblieben? Was haben sie mitgebracht? Weil das natürlich das, wie geht es ihnen, einen unendlichen Raum aufmacht und gerade in einer Therapiesitzung oder einer Coaching-Sitzung schnell zur Zerfaserung führen kann. Und das will man gar nicht. Im besten Falle hat man ja direkt mit der ersten Frage schon wieder den Raum aufgemacht zur Veränderung oder zur Fortschrittsbetrachtung oder. Man möchte ja irgendwo ans Ziel kommen. Oh. Gut, also stell mir diese Frage, wie geht es dir, doch vielleicht nochmal hinten an und auch, wie wir das hier in Deutschland beantworten und vielleicht in anderen Ländern. Was nehmen wir dann stattdessen, wenn wir das nach hinten schieben? Ja, dann würde ich sagen, die Sendung ist beendet. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nein, ich habe noch was. Ich habe nochmal so aus dem vor allen Dingen eher kopflastigen, wunderbar, Kopfsache, kopflastigen Themengebiet. Was ich ganz spannend fand in der Vorbereitung zur Sendung war auch, dass
wenn wir Tabuworte aussprechen, dass das bei uns körperlich messbare Stresssymptome hervorruft. Allein die Aussprache von Tabuworten. Das passiert nicht, wenn wir sie umschreiben, witzigerweise. Dann kommen keine körperlichen Reaktionen. Aber das wirklich klare Aussprechen von Tabuworten führt zu sofortigen Stressreaktionen. Fand ich hochspannend. Und was ich auch ganz krass fand, jetzt gucke ich gerade in meinen Notizen, es gibt so ein... Darf ich zu Tabuwort noch was sagen? Unbedingt. Bitte, ich hätte eine Wortmeldung. In der Apotheke habe ich ja auch mit Symptomen und auch mit, ich überlege jetzt, wie ich es beschreibe, Körperflüssigkeiten manchmal zum Verbalisieren, also zum Beispiel Hämorrhoiden ist auch so ein Wort, was doch viele noch ja vielleicht peinlich berührt. Oder auch wenn man jetzt den Stinker, Scheiße, Kot, also wie willst du das benennen? Wir haben ja nicht mal ein salonfähiges Wort für im deutschen Sprachgebrauch, das man jetzt so beim Essen oder so verwenden könnte, ohne dass jeder denkt, boah, gehst du? Das ist die eine Sache. Und das Interessante finde ich aber auch, je selbstverständlicher man selber mit diesem Wort umgeht, desto leichter fällt es dem anderen, dieses Wort auch als selbstverständlich anzusehen und dieses Tabu rauszunehmen. Das passiert natürlich erst nach Wiederholen. Aber selbst wenn man in einem Gespräch dieses Wort Hämorrhoide öfters in den Mund nimmt und dass es ganz normal ist, dass jeder Mensch Hämorrhoiden hat, dann nimmt es auch dieses Mystikum und Gott, das ist was Schlimmes jetzt oder so, vielleicht ein bisschen weg. Das stimmt. Und ich, das war gerade das genau, was du gesagt hast. Während du sprachst, habe ich gedacht, ja, dann wird es kein Tabu mehr. Also du nimmst ja das Schambehaftete dadurch raus, durch eine Art Gewöhnung. Ja. Was man öfters hört, das kennt man. Was man kennt, dem vertraut man. Und ja, dass man vertraut, das ist ja dann nicht mehr tabu oder so. Oder irgendwie komisch, kennt man ja dann. Ne? Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein therapeutischer Ansatz bei bestimmten Themen. Wenn du in der Familie nicht gelernt hast, über Themen zu sprechen, über bestimmte, müssen die Menschen tatsächlich erstmal Sprache, Worte und Wörter lernen, um überhaupt Gedanken formulieren zu können, die ihnen verboten wurden, auch nur zu denken. Geschweige denn auszusprechen. Und das ist auch natürlich dann, weil sich das am Anfang alles falsch und komisch und Stressreaktion auslöst, auch körperlich. Und da das durchzugehen und zu sehen, okay, das probieren wir erstmal in einem geschützten Raum aus, überhaupt über etwas zu sprechen oder solche Wörter zu benutzen. Und dann gehen wir raus und probieren das in einem vertrauten Kreis und erweitern immer mehr diese Kreise, über Dinge zu sprechen, die uns vielleicht schwer fallen oder schambehaft, extrem schambehaftet sind. Ein Wort ist in erster Linie einfach nur ein Wort. Mhm. Ein Wort ist ein Wort und macht dann erst in uns das, was wir dem für eine Bedeutung geben. Mhm. Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, weil es war ja, also du darfst mich immer unterbrechen. Und es war ja sehr sinngebend, sinnstiftend. Du hast ja, wir haben damit ja das wirklich, diesen Satz, den ich halb lieblos in den Raum geworfen habe, hast du aufgefangen und zu einem Themenblock gemacht. Das ist ja sehr schön. Genau, was ich total faszinierend finde, wir wissen das immer alle und manchmal ist es dann einem aber bewusster oder auch nicht, wie sehr Sprache durch Kleinigkeiten innerhalb von Sekunden Bilder verändert. Und zwar gibt es das Beispiel, da hat der Linguist George Lakoff gesagt, Metaphern können töten. Und da kam dahin, genau diesen Blick hatte ich auch erst, was ist jetzt? Und dann meinte er damit den Ausdruck Krieg gegen den Terror, den die Regierung Bush nach dem 11. September 2001 geprägt hatte. Und da hat man gemerkt, im Nachhinein, wenn man es betrachtet hat, dass schon Stunden nach den Anschlägen die Weichen gestellt worden für den Krieg, nämlich die Regierung sprach zuerst von Opfern und wenige Stunden später von Verlusten. Und in dem Moment hast du die Wortwechsel genommen und hast die Deutung der Anschläge, es war kein Verbrechen mehr, sondern es war eine Kriegshandlung, die gegen die USA geführt wurde. Und das ist genau das, und das habe dann zur Metapher eben Krieg gegen den Terror geführt und letztlich zu den Kriegen in Afghanistan und Irak mit Zehntausenden Toten. Also tatsächlich zu sehen, alleine durch die Veränderung von kleinen Schlüsselworten kannst du eine ganz neue Deutung den Themen geben und man ist nicht mehr das Opfer von Verbrechern, sondern plötzlich befindet man sich im Krieg. Und das ist natürlich was, wo man sich dann sagt, und ich fand auch schön, da ging es zum Beispiel, ist hier so etwas weniger, aber genauso schlimm. Zum Beispiel ist es, dass man damit spielen kann, der Euro-Rettungsschirm,
Das ist eine neue Wortschöpfung. Und das ist so die Assoziation, dass man einen Staat schützt, der unverschuldet in eine Schieflage geraten, in ein Unwetter geraten ist. Und wenn du aber die Engländer nimmst oder den englischen Begriff, das ist Bailout. Das heißt, sowas wie herausholen oder auch auf Kaution aus dem Gefängnis holen. Das bedeutet, der Staat ist ganz schön selbst schuld, dass er in diese missliche Lage geraten ist. Also wie das den Unterschied macht, welchen Begriff ich plötzlich nehme, ob ich dem Land sage, oh Gott, du armes Land, ich muss dich jetzt unter den Rettungsschirm nehmen. Oder ob ich sage, oh, jetzt muss ich dich da wieder raushauen oder aus dem Knast rausholen. Boah, ich bin so beeindruckt. Wow, was Worte ausmachen können. Mhm. Stimmt, also wenn du Rettungsschirm sagst, hat jeder gleich ein Bild. Ne? Ich hatte gleich dieses Bild, genau. Oh, ein Rettungsschirm, super, es rettet mich, alles ist gut, ein Schirm, ja. Und klar, unverschuldet hänge ich unter diesem Rettungsschirm quasi. Ja. Wow. Ich wollte vorher, bevor du diese wahnsinnigen tollen Beispiele gebracht hast, die mich jetzt sehr zum Nachdenken anregen, noch sagen, du sagtest Worte, wir wissen es alle. Ja. Und es ist trotzdem oder gerade deshalb, weil es ja alle wissen, so kraftvoll, Dinge auszusprechen. Ich bin da mittlerweile und habe da sehr gute Erfahrungen, auch in der Beratung, in der Apotheke teilweise, habe ich für mich klar gesagt, dass ich teilweise Dinge ausspreche und benenne, wo ich sicherlich denke, oh, der Patient weiß das. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn jemand stark übergewichtig ist, kann es passieren, dass dieser Patient Bluthochdruck bekommt. Und diesen Bluthochdruck kann man durch eine Gewichtsreduktion senken. Und zwar massiv. Und jeder weiß, Übergewicht ist nicht gesund. Früher oder später, manchmal merkt man es direkt, manchmal ist es halt später erst so, dass ein gewisses Übergewicht einfach nicht gesund ist, weiß jeder, denke ich. So. Und ich schaffe das mittlerweile, das auszusprechen, dass ich sage, es gibt da Untersuchungen zu, wenn Sie Ihr Gewicht um 10 Kilogramm reduzieren, reduzieren Sie Ihren Blutdruck massiv, teilweise um bis zu 20 Einheiten und können dadurch zum Beispiel Medikamente einsparen. Das ist natürlich nie ohne Rücksprache mit dem Arzt dann. Aber die Menschen sind dann, ich habe am Anfang so eine Angst gehabt, das zu sagen, weil ich meine, das ist, hab ich mir gedacht, und dann gucken die, dann ist aber ganz oft stimmt, dass sie sagen, ja, stimmt. Da haben sie recht. Ach, das ist ja eine gute Idee oder danke für den Hinweis oder ja, das gehe ich jetzt an. Und das finde ich so interessant. Natürlich kommt es auch, glaube ich, sehr darauf an, wie man das sagt. Ne? Ja, sie wissen ja schon, sondern ich versuche das wirklich mit ganz viel Mitgefühl und vor allem mit Liebe für diesen Menschen, weil dieser Mensch weiß das vielleicht nicht oder weiß es. Es ist aber nötig, dass er das nochmal hört, dass er diese Worte ausgesprochen noch einmal hört. Und das finde ich so kraftvoll. Mhm. Also auch wenn man im Gespräch ist und zum Beispiel denkt, ach, die andere Person weiß, wie toll sie ist. Nein, sagt das doch dieser Person. Du hast so tolle, leuchtende Augen, deine Augen strahlen. Das ist wie Balsam für die Seele, wie ein warmer Sommerregen, der dann über einen geht. Benennt es doch, sagt es doch. Wenn das mit Liebe und mit Ehrlichkeit und mit dieser Idee, ich möchte den anderen unterstützen, nicht ich will ihn belehren, ich weiß es besser oder so. Nein, ich möchte ihn unterstützen, ich möchte ihm was Gutes tun. Sagt das doch. Ich hab das mir auch angewöhnt. In der Apotheke habe ich halt viel mit Menschen zu tun, die ich ja teilweise gar nicht kenne. Dass wenn jetzt jemand ein tolles Kleid dann hat, dann sage ich, boah, Sie haben ja ein tolles Kleid, und das Kleid, das steht Ihnen so gut, Sie sehen so gut in diesem Kleid aus. Die Leute sind dann immer total verwundert und überrascht, aber sprecht es doch aus. Hast du schon mal was Schlechtes in dem Zusammenhang erlebt? Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ich kann das so schnell nicht beantworten. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn jemand das relativ schambehaftet hat, zum Beispiel mit dem Körpergewicht. Und da wird es der Arzt schon gesagt haben und. Und dann kommt er in die Apotheke. Und das ist die Frage, es ist so ein bisschen mein Thema. Deine Leidenschaft. Ja, und das ist aber das Thema, das ist so, wenn der Arzt das, jeder geht davon aus, dass der Arzt das gesagt hat. Der Arzt hat teilweise überhaupt gar keine Zeit, dem Patienten das zu sagen. Oder der ist ja auch nur ein Mensch, der denkt auch, ja, das ist ja klar. Wenn der mal Gewicht reduzieren würde, dann wäre das besser. Und hat aber vielleicht weder die Zeit
noch sonst irgendwas, das auszusprechen. Noch ist der Rahmen, der Raum die passende Gelegenheit, weil vielleicht das Wartezimmer mit 50 Leuten noch voll sitzt und die an der Tür. Also ich möchte da jetzt keinen in Schutz nehmen, aber das ist auch so. Und ich habe da tatsächlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Sehr schön. In dieser Sache. Und das ermutigt mich auch, dass ich den Leuten, ich versuche die eher zu motivieren und denen Mut zuzusprechen. Mhm. Hey, sie haben das in der Hand, sie können da was gegen tun. Mhm. Schön. Also wenn ich da negative Erfahrungen gemacht, nein, habe ich, muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nichts ein, wenn ich das mit ehrlichem, aufrichtigem Mitgefühl mache, weil ich den Menschen sehe und das ist ja, warum ich da stehe in der Apotheke, ich möchte dem ja was Gutes tun. Was hat dir geholfen, diese Scheu zu überwinden? Ich komme jetzt gerade hier ein bisschen unter Beobachtung. Nein, weil ich glaube, weil das ist ja das Spannende. Du hast ja quasi gerade aufgerufen. Leute, sagt einander, was ihr wahrnehmt, mit einer positiven, aufrichtigen, wertschätzenden Art. Ja. Also macht nicht die anderen Menschen nieder, aber sprecht sie an, wenn ihr glaubt, dass das die anderen Menschen weiterbringen könnte. Das könnte man natürlich zum einen als übergriffig bezeichnen, wobei das natürlich im Kontext der Apotheke auch was anderes ist. Und du hast ja gesagt, du hast es dir mittlerweile angewöhnt. Dann ist ja die Frage, du hast es früher nicht gemacht und dafür gab es ja Gründe. Und das wäre ja spannend, gerade für Menschen, die sich das nicht trauen, sowas zu sagen. Wie hast du es geschafft oder was war dein Auslöser? Kann ich dir sagen, jetzt wird es sehr ehrlich. Wut. Ehrlich. Ja, sehr persönlich. Wut. Ich war sehr lange Zeit wütend auf Menschen, also da kann ich wirklich ganz allgemein sagen, auch auf mich. Also das, ich stand da ganz oben auf dieser Liste, muss man dazu sagen. Warum wir so viel wissen, was gesund ist, was gesunde Ernährung ist, was Bewegung ist, es aber nicht machen. Und dann meinte mein Bruder einmal, und das ist immer so spannend, das waren ein paar Worte, ja, die tatsächlich mein Leben verändert haben. Der sagte, Susanne, du darfst den Menschen nicht keinen Vorwurf machen, die wissen das nicht besser. Die können das nicht besser. Also mit Wissen ist jetzt nicht dieses, ich lese mir Wissen an, ein Apfel ist gesünder als eine Tafel Schokolade, nicht dieses Wissen, sondern dieses Wissen der Umsetzung, dieses Wissen des Lebens, dieses, die können es nicht besser, die machen in dem Moment das, was sie können, was ihr Bestes wirklich ist. Und da habe ich dann auch irgendwann so gesagt, ja, und dann ist das vielleicht meine Aufgabe, ein Stück weit denen auch mitzugeben, dass sie viel mehr noch können, dass sie es vielleicht einfach nur vergessen haben. Also das war tatsächlich etwas, aber weil du gerade übergriffig sagst, mein Motivation und Engagement habe ich aber tatsächlich auch schon mal gehört, dass das übergriffig war, aber das war in einem anderen Kontext, also war tatsächlich nicht in dieser Beratung in der Apotheke, sondern das war, weil ich einfach für jemand anderen was gemacht habe, weil ich das einfach gerne gemacht habe und die Person das aber, glaube ich, selber machen wollte und ich das aber gar nicht wahrgenommen habe und dann auch so ein, boah, dass ich so übergriffig war, ich so, wow. Und dann fand ich aber auch im Nachhinein interessant, weil meine Haltung war nicht, du kannst das nicht, ich mach das mal schnell für dich, sondern meine Haltung war, hey, ich unterstütze dich, weil ich das einfach gerne mache. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie viel ist bei der anderen Person? Wie viel, oh, die kommt jetzt, weil ich das nicht kann, ich bin nicht schnell genug und mache das hier nicht schnell genug oder was auch immer. Und was war bei meiner Seite? Das fand ich unglaublich interessant, was das Wort als erstes mit mir gemacht hat und als ich aber dann länger drüber nachgedacht habe, gerne auch gesagt habe, okay, das kann gern bei der anderen Person bleiben und das nehme ich zu mir. Finde ich schön, dass du das für dich so aufgelöst hast. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ich denke ganz oft, also das ist so für mich mit der Übergriffigkeit, die hat leider ganz oft nichts damit zu tun, was, also es geht nicht, ob du ein gutes oder ein schlechtes Motiv hattest oder ob du so, das wäre für mich da gar nicht das Entscheidende, sondern tatsächlich das Erleben der Person, der es passiert. Also weil sie muss entscheiden, ob eine Grenze überschritten wurde. Also ich hätte das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass sie das übergriffig empfunden hat. Das hat sie ja so. Also das war ja ein tatsächlich Empfinden. Trotzdem war es nicht übergriffig von mir gemeint. Ja, ja, genau. Also das, ist genau, das ist ganz klar. Und tatsächlich
würde ich schon sagen, dass das auch situationsabhängig ist, wie man selbst gerade bei sich ist. Weil es gibt, man kann bestimmt was machen, an einem Moment ist es übergriffig, im nächsten Moment machst du dasselbe, bei einer anderen Person ist es überhaupt nicht übergriffig. Ja, also das ist, wobei da auch wieder spannend ist, was macht denn das Wort übergriffig mit dir? Also ich früher gehörte das überhaupt nicht zu meinem Sprachgebrauch und ich hatte das die letzte Zeit, so die letzten Jahre so zweimal gehört und hatte da noch vorher noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, es war früher auch nicht das total, also viele Worte haben sich mittlerweile, ja, das ist so wie Trigger. Früher wusste kein Mensch, was Trigger sind und heute hat jeder oder viele Menschen haben ein ungefähres Bild davon, was das bedeutet. Und so haben sich ganz viele Sprache, gerade aus diesem psychologischen Bereich, in die Alltagssprache eingeworben. Also einmal durch ganz viele Artikel, das Psychologie to go, also du kriegst immer mehr Ratgeber, dies und jenes. Und ich glaube, übergriffig kommt ganz stark, es ist in unsere Sprache gespült worden durch die veränderte Haltung zur Erziehung. Und ich glaube, dadurch, es gab jetzt ja so einen Riesentrend mit, oh Gott, die Eltern und sollten nicht und sollen ihre Kinder frei flottierend. Und also da gibt's ja so ganz viele Bewegungen von, du musst immer kommen, wenn dein Kind schreit, bis zu schreien lassen. Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie du deine Kinder ja erziehen kannst mittlerweile. Früher war das nicht so vielfältig. Heutzutage ist ja auch gut, kann jeder so für sich das herausfinden, was da passt. Und ich glaube, ganz viel war dieses Helikoptereltern sind übergriffig. Also da glaube ich so mit dieser Phase, als über überhütende Eltern gesprochen wurde, glaube ich, kam der Begriff der Übergriffigkeit in unseren normalen Sprachduktus hinein. Okay, also ich, dieses Wort übergriffig ist nicht so meins. Weder im Sprachgebrauch noch, dass ich das selber verwende oder auch sehr umfassend fühle. Und das ist aber auch, glaube ich, eine letztendlich Typfrage, ne? Also was für ein Mensch bin ich, was finde ich ja als zu viel, wo sind meine Grenzen? Genau, und auch tatsächlich da schon so ein bisschen dieses, wie empathisch bist du mit den Grenzen anderer? Weil natürlich, wenn du von Menschen umgeben bist, wir waren ja zum Beispiel vorhin im Begriff Schwiegermutter, das ist ja oft so, glaube ich, auch eine Begrifflichkeit von übergriffig, die sich dann in die Erziehung einmischt, in die Einrichtung, in dies, in jenes. Da hast du natürlich so dieses, so, bei dir ja nicht. Aber da ist das so ein, also ich habe in meiner Praxis Menschen sitzen, die haben mit einem übergriffigen Umfeld zu leben. Das haben die natürlich sich ausgesucht. Also sie sind ja keine Bäume, sie können sich bewegen. Aber sie haben sich in ein Umfeld begeben, das zur Übergriffigkeit neigt. Und das war oft etwas, was sie wollten. Also was gut für sie war, weil sich Menschen gekümmert haben. Also wenn du es positiv siehst, da wurde ihnen was abgenommen, da wurde gekümmert. Du hast es auch so im sozialarbeiterischen Ansatz, dass du sagst, früher hast du viel mehr bei Teilhabe eingeschränkten Menschen zum Beispiel, denen wurde viel mehr abgenommen, automatisch über die Straße geholfen. Also es wurde viel mehr gemacht, wie kann ich dein du lachst, aber es ist so. Ja, nee, das ist so übergriffig, ne? Studentenzeit, U-Bahn geht auf, ich stehe auf dem Bahnsteig, die Tür geht auf und ich sehe, da ist eine Frau mit Kinderwagen. Für mich 1 und 1, 2, die will aussteigen, alles klar. Hebt den Kinderwagen an, ne? Logo, also die wollte ja aussteigen, ne? Die wollte überhaupt nicht aussteigen, ja? Nein, ich will. Und das war aber letztendlich ja auch irgendwo übergriffig oder hilfsbereit, da kannst du jetzt das betiteln, wie du möchtest letztendlich. Für mich war das klar, die steht da vor der Tür, die Tür steht auf, die will aussteigen, nur weil du das gerade so sagst, ja. Dann wird über die Straße gehofft. Und tatsächlich glaube ich auch, störe ich mich an diesem Begriff, weil ich den vielleicht für mich noch nicht geklärt habe. Ich hätte da eher so gesagt, dass es auch um Abgrenzung geht, ne? Wo bin ich? Wo ist der andere? Was lasse ich an mich ran von der Energie des anderen? Ich mag tatsächlich gerne einmal hier von der Energie sprechen, von der Energie des anderen. Wie tief lasse ich die Energie des anderen mich in meinem inneren Kern berühren oder auch durchmischen. Deswegen übergriffig. Wenn du aber nach meinem Kinderwagen greifst und nach draußen ziehst, dann hat es erstmal weniger mit Energie und ähnlichen Dingen zu tun, sondern also, tatsächlich greifst du de facto, also wirklich Wortbedeutung greifen, in meine Sache ein. Was ich interessanterweise. Nicht will.
hat, also die hat nicht gesagt, ich bin übergriffig. Ich glaube, damals war das Wort noch nicht so. Und die hat das aber auch nicht so empfunden. Also die war natürlich erst vielleicht mal kurz überrascht und hat dann, nein, sie will gar nicht aussteigen. Aber letztendlich hat, also für meine Erinnerung, vielleicht erzähle ich mir die Geschichte jetzt auch nur so, hat sie keinen Schirm nach mir geschmissen oder so, sondern war eigentlich dankbar, dass ich einfach geholfen hätte, wenn sie denn hätte aussteigen wollen. Also ich wäre bereit gewesen, ich wäre da gewesen. Ich habe jetzt gerade, während wir gelacht haben, ist mir eine Geschichte erzählt. Also ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt bei diesen Dingen ist, egal ob es Worten oder Taten sind, schon ein Anteil, wie man es wahrnimmt am Ende des Tages. Weil ich weiß noch, ja, in Afrika, ich war, ich weiß gar nicht, war das 98, ein Monat in Südafrika. Und dort sind die Menschen auch körperlich, ja, gehen in großen Teilen anders miteinander um. Und da bin ich aus dem Auto ausgestiegen und da muss hinten aus meinem Rock dieses Zettelchen rausgehangen haben. Und ich stieg aus und lief los mit meinem damaligen Freund und noch einem Freund waren wir da. Und auf einmal kam von hinten eine Frau, die mich umarmte und mir erzählte, dass Frauen aufeinander aufpassen müssen und singen, sagen und erzählte und war, und ich war aber noch immer noch, ich mit meinem deutschen Naturell war erstmal irritiert, dass ich da den vollen Körperumfang eines anderen Menschen um mich herum kriegte. Und auf einmal merkte ich, die hat mir den Zettel hinten reingesteckt. Deswegen hat sie es gemacht und hat eine Geschichte erzählt und ist dann weitergegangen. Also sie hat quasi so ganz unauffällig das gelöst. Hier, glaube ich, würdest du eine Stunde mit dem Zettel hinten raushängen, drumlaufen, wenn du Glück hast, würde irgendwann jemand sagen, sie haben da hinten einen Zettel hängen. Und es wäre mir auch lieber, als wenn fremde Menschen in meine Hose fassen. Ja. Aber, oder meinen Rock. Aber in dem Moment war das total charmant. Ich war relativ jung, Anfang 20. Und dann war eben diese ältere Dame, die das auf so eine ganz wunderbare, charmante Art gelöst hat, mir unauffällig den Zettel wieder hinten reinzustecken. Eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Wir sind ja hier bei Worte, wir haben ja noch das Wort aber vor uns. Mhm. Du hast schon eine ganz elegante Alternative dazu gesagt vorhin. Und ich möchte noch eine Meditation mit euch machen, eine kleine. Was machen wir zuerst jetzt? Aber oder die Meditation? Meditation. Die Meditation, alles klar. Ich habe Kärtchen mitgebracht. Ihr seht das jetzt leider nicht, deswegen beschreibe ich das. Die sind sehr klein, 1,5 cm auf ungefähr 6 cm und sind total süß. Es sind 70 Karten und auf jeder Karte steht ein Wort. Wir machen jetzt Folgendes, da du leider hier jetzt nicht anwesend sein kannst und dein Wort selber ziehen kann, wird Sandra ein Wort ziehen und ich werde ein Wort ziehen. Wir werden das einmal hier ins Mikrofon sagen und du darfst dich entscheiden, von welchem der beiden Wörter du dich angesprochener oder auch vielleicht ein bisschen herausgeforderter fühlst. Und dann werden wir, ich werde einen Timer stellen, 2 Minuten schweigen, gerne die Augen schließen und dieses Wort mal einfach machen lassen und mal beobachten, was passiert. 2 Minuten klingt jetzt erstmal gar nicht so lang, ne? Nur das eine dann, für das ich mich entschieden habe. Bitte nur dieses eine. Mhm. Deine Aufmerksamkeit wird höchstwahrscheinlich auch andere Dinge tun möchten und du führst aber deine Aufmerksamkeit immer wieder zu dem Wort zurück. Also Meditation ist Konzentration auf eine Sache und diese eine Sache ist dieses eine Wort. Und soll ich das Wort denken oder soll ich um das Wort herum denken? Das wird sich zeigen. Ah, okay. Aber komme immer wieder zu dem Wort zurück. Also zum Beispiel, dass man jetzt nicht irgendwie, ich hatte mal irgendwann das Wort Liebe, nur dass du anfängst, oh Liebe, oh rote Herzchen, oh Familie und dann bist du irgendwann bei einem anderen Wort und denkst dann irgendwann, wie war mein Wort überhaupt? Genau. Und wir machen das tatsächlich nur, in Anführungszeichen, 2 Minuten. Mhm. Meditation in Stille, ich mache mal gerade meinen Timer zurecht, sind normalerweise Minimum 20 Minuten. Eher 30. Ich habe gedacht, es ist ein bisschen lang für die Radiosendung vielleicht. Deswegen stelle ich hier den Timer jetzt mal auf 2 Minuten. So, liebe Sandra, jetzt musst du dich entscheiden. Ziehe eine Karte, ich reiche dir die mal rüber. Sie sucht. Da sind so kleine Engelchen drauf, also sie sind total süß. So Bildchen. Soll ich schon sagen? Ja, ich bin ganz gespannt. Güte. Oh, Güte. Ist auch so ein Wort, was man vielleicht nicht ganz so oft verwendet. Güte. Soll ich sie auch? Susanne, was hast du, während du kuschelst? Mm. Verwöhnen. Verwöhnen. Also ich bleib bei Verwöhnen, du bleibst bei Güte. Hatte ich sogar vor. Ja. Und 2 Minuten. Setz dich in eine aufrechte Körperposition. Schließe gerne deine Augen, denn geschlossene Augen schärfen deine Sinne und helfen dir, den Fokus bei dir zu halten. Und dann wähle dein Wort. Verwöhnen. Oder Güte. Für 2 Minuten.
Und dann atme tiefer ein und aus, nimm wieder wahr, wo du gerade bist, bei dir zu Hause oder vielleicht in deinem Garten. Wir hier im Raum, im Brick 37, ganz schön hell hier, wenn man die Augen wieder aufmacht. Und ja, wie war das für dich mit deinem Wort? Hell und warm. Ah, also du bist tatsächlich viel ins Gefühl eingetaucht. Und dann habe ich also natürlich auch wieder versucht, kognitiv dran zu gehen. Kommt Güte eigentlich von gut und was genau bedeutet? Dann habe ich gemerkt, zwischendrin hatte ich so einen kleinen Blackout. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich Güte anders, also wenn ich eine andere Umschreibung, eine andere Definition finden würde. Und ich durfte ja nicht zucken, mein Mobiltelefon zu schnappen, um nachzugucken, was mir jetzt Google vorschlägt oder Wikipedia oder wer auch immer. Tatsächlich, oh, du darfst deine Güte nicht vergessen. Interessant. Bei dir? Wie war es bei dir? Ich fange gerne an, mit so Worten zu spielen. Habe ich das verwöhnen, verwohnen, weil das war irgendwie so nah beieinander und habe dann überlegt, was das Wort mit mir macht, was ich für ein Bild. Ich habe gerne Bilder im Kopf, habe und dann habe ich kurz an eine Massage gedacht. Ich verwöhne mich selbst an eine Massage, das fand ich aber dann okay, relativ gefühlsmäßig unbeteiligt. Und habe dann tatsächlich mich in einen meiner mentalen Räume begeben, in mein mentaler Raum für Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Und da habe ich ein bisschen abgehangen mit dem Wort verwöhnen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich tatsächlich emotional mit diesem Wort gar nicht groß verbunden bin. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Also weder, dass ich jetzt sage, oh, verwöhnen, nee, das geht gar nicht. Erst muss man arbeiten, dann darf man sich verwöhnen oder so. Und bin dann auch mal durchgegangen, was für mich verwöhnen ist. Ob jetzt zum Beispiel Essen verwöhnen für mich ist. Ich verwöhne mich mit Schokolade. War auch emotional relativ neutral. Und dann habe ich noch, mit dieser Massage hatte ich überlegt, habe ich gedacht, nö, ist eigentlich auch neutral. Kam jetzt nicht dazu, mit was ich mich verwöhnen wollte. Und ja, ich habe auch nur 2 Minuten meditiert, also genauso wie ihr. Und das Interessante ist, wie viel da passiert, ne? Meinst du es lang, 2 Minuten? Ja, ich finde es für den Radiokontext lang, natürlich erstmal lang, weil man denkt, wow, das. Ich habe überlegt, gucke ich kurz auf die Uhr. Nicht, dass wir überziehen mit dem Schweigen, weil ich dann gedacht habe, wenn man zu Hause sitzt, guckt man, ist das Radio noch an? Geht's noch? Genau. Ich habe auch, wenn man jetzt zuschaltet, ne, so, hallo, Stille. Also ich fand es, glaube ich, tatsächlich der Kontext schwierig. So finde ich es nicht lang, weil ich ja auch ab und an mal das Vergnügen habe zu meditieren. Erwäng, weniger als du. Und ich fand gerade, als du gesprochen hast, wieder, und das ist das Tolle an Worten, als du vorhin das Wort, also vorhin vor 3 Minuten, verwöhnen gezogen hast, ging es bei mir sofort um jemand anders zu verwöhnen. Ich bin gar nicht bei mir gelandet. Habe ich auch kurz überlegt tatsächlich und bin aber dann ganz schnell zu mir gekommen. Mhm. Wobei ich bei gütig sein überlegt habe. Also aber auch, das ist auch wieder an jemand anders hingerichtet. Ja, hingerichtet ist auch schön. Ja, dann hingerichtet. Hingerichtet und hingerichtet. Ist total interessant, auch weil ich tatsächlich, das kennst du dieses Lied von Satellite, heißt das, von, wie heißt sie denn, Lena. Genau. I'm a Satellite. Und ich denke, ja, ich bin ein Satellite, weil natürlich drehe ich mich um mich selbst. Also ich bin ja das Leben, ich erfahre ja das Leben durch mich und deshalb ist tatsächlich ganz viel bei mir aktuell und hat sich auch bei mir so viel verändert, muss ich ganz klar sagen, seitdem ich mich mit mir so auseinandersetze. Andere verwöhnen kann ich total leicht. Ich liebe das, ja. Anderen was zu essen, zu kochen oder auch finde ich, wenn ich Wäsche wasche für meine Familie, verwöhne ich die ja auch ein Stück weit, ne? Wow. Also das ist so, das finde ich eine so schöne Herangehensweise, ja. Susanne, wenn ich sage, wenn ich Wäsche wasche, verwöhne ich meine Familie. Ich werde ab morgen ganz anders Wäsche waschen. Ja, ist aber nur eine Frage des Blickwinkels. Nein, also das ist ja auch eine Art von Verwöhnen, finde ich. Also ich empfinde das tatsächlich so, weil es ist ja nicht so, dass wir einen Vertrag abgeschlossen haben und das ist ja kein Hotel zu Hause, sondern ich verwöhne da ja auch auf eine Art und Weise. Und für andere empfinde ich das immer viel einfacher als für mich selbst. Deswegen bin ich gleich, ich habe gleich die harte Variante gewählt, um zu gucken. Auch gütig, ne? Bist du gütig zu dir selbst? Ja. Susanne, du kannst Fragen stellen. Ja, da könnt ihr jetzt mal alle zu Hause drüber nachdenken. Ich würde gerne nämlich zu dem Wort aber machen. Oh ja. Ja. Es gibt noch ein anderes Wort, das ist auch schön, eigentlich. Ja, eigentlich mag ich auch sehr gerne.
Aber wir bleiben bei Aber. Wir fangen mal mit Aber. Und da Aber ist es an. Passiert, was Aber machen kann. Aber kann eine totale Verbalkeule sein. Das kleine Wort eigentlich wurde vom Tisch gewischt, brutal mit dem Wort. Wir machen jetzt Aber das Wort Aber. So, du hast vorhin schon eine Alternative genannt. Du hast gesagt, gleichzeitig. Mhm. Ja, meine Alternative hat sogar weniger Buchstaben als Aber. Du kennst sie wahrscheinlich. Und. Und. Ja. Das ist der Klassiker. Ja, es tut mir leid, dass ich mich da noch nicht so kreativ weiterentwickelt habe und bei dem Klassiker Und hängen geblieben bin. Ja, ich habe das schon im beruflichen Kontext. Da gibt es eine Übung, die heißt Ja, Aber und Ja, Und. Deswegen ist es so der ganz krasse Klassiker. Mhm. Und da sagst du, lässt die Leute zum Beispiel ein Team aufstellen, wenn die so ein Problem haben, dass da immer wieder Dinge zerrissen und auseinanderdiskutiert werden und immer nur Gegenargumente und die sich nicht zuhören und. Und dann gibt es die Übung, die dann eben Ja, Aber und Ja, Und heißt. Und dann ist die Aufgabenstellung zum Beispiel, plant einen Grillabend. Und ihr müsst jeden Satz beginnen, nachdem einer sagt einen Satz, also normalerweise als Moderation sage ich, am Donnerstag gibt es einen Grillabend. Und die nächste Person, die was sagt, muss mit Ja, Aber anfangen. Mhm. So. Mach mal mit mir. Okay. Also, am Donnerstag machen wir einen Grillabend, Susanne. Ja, aber da kann ich nicht. Ja, aber du musst können. Und ich fange wieder mit Ja, Aber an. Mhm. Ja, aber ich habe da eine Verpflichtung. Ich gebe da Yoga-Stunden. Ich kann da nicht. Mhm. Okay, ja. Ja, du hast da Verpflichtung. Aber ich erwarte von dir, dass du kommst, weil wir sonst echt ein persönliches Problem bekommen. Ja, aber das tut mir echt leid für dich. Ich habe da verbindlich zugesagt. Okay, also man merkt, wir sind auf einer sehr destruktiven Ebene unterwegs. Und du hast gar nicht die Möglichkeit, mit Ja, Aber irgendwas Gutes beizusteuern. Und dann wäre eben die Übung, Susanne, wir machen einen Grillabend am Donnerstag. Ja, und ich komme später. Super, ja, und bringst du noch was zu essen mit? Ja, und ich bringe dir Nachtisch mit, nach dem Yoga. Yes, ich freue mich. Ich freue mich, dass du das Yoga machst und zum Grillabend kommst. Also es wird gegen diesen ganz Wahnsinn, kleinen Abstand. Und wenn du das mit einem Team machst, mit ganz vielen Menschen, wird sofort ersichtlich. Ah, ja. Bei dem einen wird es nur destruktiv und es kommen nur die schlechten Sachen auf den Tisch und bei dem anderen plötzlich hat man ein Fest veranstaltet. Ich habe das tatsächlich in meinem Gehirn gespürt. Also jetzt wird es interessant. Bei dem Ja, Aber habe ich mich gefühlt wie so ein Tunnelblick. Mhm. Also weil ich ja auf dieses eine fokussiert war und bei dem Ja, Und hatte ich wie so einen weiten Blick, weil ich mir gleich so vieles mehr möglich war. Ja, oder zum Beispiel so ein Beispiel ist, ich habe es mir hier mal notiert, ich liebe dich, aber ich kann nicht ertragen, dass du so viel rauchst. Ich liebe dich und ich kann nicht ertragen, dass du so viel rauchst. Gleichzeitig kann ich nicht ertragen, dass du so viel rauchst. Da mag ich das gleichzeitig sehr gerne. Ich finde Und ist sowas für Einsteiger, also ich befinde mich noch im Einsteigermodus mit dem Und gleichzeitig ist dann für Fortgeschrittene. Und das ganz, ganz für Fortgeschrittene ist, einen Punkt zu machen, erstmal. Also zum Beispiel, ich mag deine Mutter wirklich, aber sie geht mir manchmal echt auf die Nerven. Ich mag deine Mutter wirklich. Punkt. Und sie geht mir manchmal ganz schön auf die Nerven. Manchmal geht sie mir ganz schön auf die Nerven. Ich brauche keine Verbindung. Ich brauche keine Verbindung zwischen mögen und auf die Nerven gehen. Kein gleichzeitig, kein und, kein gar nichts. Ich die kann sagen, ich Sachen. Mag deine Mutter wirklich. Sie geht mir manchmal auf die Nerven. Oder manchmal geht sie mir auf die Nerven, je nachdem, wie stark ich es machen möchte. Und man lässt das, ich meine, das sind ja auch Feststellungen, ne? Also und das eine schwächt nicht das andere, zieht nicht weg vom Tisch. Lässt das einfach so stehen nebeneinander, ohne dem, also ich kam mir kam gleich wieder so ein Bild, komischerweise interessant, in den Kopf von so einer Waage, so einer ganz alten Waage, ja, wo man so Gewichte auf die eine Seite und auf die andere Seite legt. Und bei dem Und war das wie, als ob die Waage gerade gestellt ist. Und als du mir aber dieses Und quasi weggenommen hast, indem du einen Punkt gesetzt hast, war die Waage weg. Weil es nicht mehr in Verbindung steht. Und das ist genau das Besondere quasi dann nach und nach gleichzeitig oder stattdessen. Also es gibt ganz viele Wörter im Einführkern, das wegzulassen und zu sagen, ich stelle keine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Dingen her. Ich vergleiche sie nicht. Ich setze sie nicht in Relation zueinander. Mein Gefühl zu deiner Mutter hat nichts damit zu tun, ob sie mich manchmal nervt oder nicht. Weil das Gefühl sich nicht verändert. Ich werde sie trotzdem immer mögen. Und das ist so interessant, denn wenn man dieses Aber ausspricht, fühlt man es auch anders. Ich übe das auch fast täglich, dass mir das Aber dann über die Lippen kommt oder ich es aussprechen will, so
und, ne? Und dann noch so die Kurve bekomme und ich merke, wie ich mich verändere. Und das finde ich wahnsinnig, wie das auch einen selber entspannen kann. Weil man eben nicht dieses Erklären, dieses Aufwiegeln, ich finde auch aber hat immer was mit Erklären zu tun, ne? Dass man sich rechtfertigen muss. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, wie du das sagst. Wie war das mit der Mutter? Ich mag sie. Ich mag deine Mutter wirklich. Und sie nervt mich. Manchmal oder, geht sie mir auf die genau, Nerven. Manchmal geht sie, ja. Und damit also, ist klar, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Richtig. Das Mögen ist unabhängig davon. Ich mag sie immer, ob sie mich nervt oder nicht. Und das ist dann die ganz große Kunst. Und da geht's halt tatsächlich, dass du diesen Raum schaffst. Ich finde, das ist ein Raum, weil du musst natürlich drüber nachdenken, wenn du was über eine Person sagst und machst keine Verbindungssätze. Dann musst du viel pointierter sein. Und das ist tatsächlich etwas, das mir erst besser gelingt, seitdem ich meditiere, weil du in der Meditation ja übst, Beobachter zu sein und dieses Wort zum Beispiel ja einfach mal sich bewegen lässt im Geist, im Kopf, in Bildern und nicht das kommentierst und auch nicht erklärst, dir selber gegenüber nicht rechtfertigst. Zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Wort verwöhnen nochmal nimmt, ne, und dann anfängt, verwöhnen, oh nee, mich selber verwöhnen, nee, das kann ich nicht, weil, das habe ich nicht, weil ist auch so schön, ne? Weil ich erst das und das machen muss, bevor ich mich verwöhnen darf und man verwöhnt sich ja nicht selber und so, dass man dann gleich in diesen Rechtfertigungs- und Erklärmodus kommt, sondern einfach das Wort sein lässt, was es ist. Mhm. Ein Wort. Ein Wort ist ein Wort. Mhm. Ja. Und was ich eigentlich, wie ich angefangen habe damit eben, war mit Meditation, dass das mir hilft, diesen Abstand zu gewinnen und dann auch eben im Alltag, ja, diesen Mini-Funken an ja und zu schaffen und nicht automatisch die Autobahn zu nehmen, weil ich immer ja, aber, ja, aber, ja, aber sage, sondern eben ja und. Mit dem Wort aber lösen wir natürlich nicht beim anderen auch aus, dass wir ihn nicht ernst nehmen, was er gesagt hat und sofort wegwischen. Also es hat so viel, ganz viel Negatives und solche Sachen. Ich finde es toll, dass du dich da so trainierst. Da ist zum Beispiel, also im positiven Sinne, dass du das Wort aber nicht mehr benutzt. Da gibt es zum Beispiel dann auch so einen Trick, dass ich sage, Menschen müssen 21 Tage lang ein Armband tragen. Und wenn das Wort aber fällt, dann muss das an die andere Hand. Und sie müssen es schaffen, 21 Tage an einer Hand, an einem Arm zu tragen. Und dann werden sie merken, wie oft sie plötzlich am Tag das wechseln. Und damit wird es dir bewusster, wann du das machst. Also es gibt's auch mit dem, wenn jemand viel meckert, immer wenn er meckert oder sich über die Ungerechtigkeit der Welt beschwert. Also man kann das so für Routinen, die man gerne loswerden möchte, nutze ich solche Dinge, dass die armen Menschen, die dann bei mir sitzen, plötzlich mit Armbändern rausgehen und. Es gibt auch Menschen, die verschenken das zu Geburtstag. Was? Ja. In zwei Größen? Ja, wink mit dem Zaunpfahl. Ja, ich bin die Schuldige. Ja. Aber es ist, ja. Aber, ha, da war's. Aber, genau. Es ist total hilfreich, um sich Dinge bewusst zu machen, wenn man was verändern möchte. Weil einem im Alltag das viel, so ist ja noch besser, aber, und jetzt auch noch weil, oh yeah. Ja. Wäre jetzt meine Frage, hat denn aber auch eine, jetzt will ich nicht sagen Berechtigung, aber, kann ich das sinnvoll einsetzen? Erzeuge ich jedes Mal eine Art von Widerstand und Distanz, wenn ich das verwende? Oder fällt uns ein positiver Kontext ein? Ich meine, das ist ja das Schöne auch, es ist ja nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen und man darf ja auch gerne einmal etwas benennen, dass es dieses Aber-Gefühl in einem gibt. Dieses, ich möchte das jetzt auch auf die Waage legen, dass man sagt, auf der einen Seite fühle ich das sowieso, aber auf der anderen Seite fühle ich das sowieso. Wenn ich das möchte, dann kann ich das natürlich ganz gezielt einsetzen. Also das Wort Aber drückt Gegensätze aus. Wenn ich Gegensätze ausdrucken möchte, kann ich das Wort aber hervorragend benutzen. Also das ist ja dafür genau, ist es da, oder? Dafür ist es da. Also die Frage ist ja, was möchte ich damit erreichen? Wie möchte ich meinen Alltag leben? Möchte ich meinen Alltag mit Gegensätzen leben oder möchte ich meinen Alltag mit Möglichkeiten leben? Mhm. Ja. Ja, und ohne weil und ohne gleichzeitig. Es schafft halt, also das Wort schafft Distanz. Das Wort aber, wenn ich die schaffen möchte, ich lebe gern mit dir zusammen, aber. Interessantes Beispiel. Du hast eben noch das Wort ja verwendet
Und genauso möchte ich das Wort Nein noch einmal in den Raum stellen. Es gibt diesen Spruch, Nein ist ein vollständiger Satz. Ja. Mag ich total gern auch, Ja ist ein vollständiger Satz. Und das finde ich so spannend zu beobachten, auch meine Tendenz, ja, ich rede sehr gerne und viel. Und dann lasse ich mir auch manchmal denken, man zerredet auch viel, ne? Man erklärt sich, man rechtfertigt sich, man hat das Gefühl, vielleicht eventuell, man muss sich erklären und rechtfertigen. Oft ist das, glaube ich, gar nicht nötig. Spannend. Wie oft man ans gleiche, ja, jetzt kommen wir, oh, du guckst mich so, ja, ich schaue mich gerade mit großen Augen. Nein, tatsächlich, ich hatte heute, habe ja heute eine Teamsitzung gehabt und da war ein Punkt, dass ich gesagt habe, Sie müssen sich nicht rechtfertigen und nicht erklären. Sagen Sie den einen Satz, der gesagt werden muss und mehr nicht. Und das war auch tatsächlich das, was der einen Teilnehmerin geholfen hat. Weil sie es vorher versucht hat, mit vielen Erklärungen besser zu machen und tatsächlich hat es vergrößert und verschlimmert und hat die Situation viel, viel, viel mehr verkompliziert. Und die Frage ist, für wen rechtfertige ich mich denn? Rechtfertige ich mich vor dem anderen oder rechtfertige ich mich vielleicht vor mir selbst? Erzähl mir meine eigene Geschichte, weil ich mir eigentlich das, was ich sage, nicht selber abkaufe. Also das ist ja auch immer oder weil ich nicht das sage, was ich eigentlich sagen möchte. Eigentlich, weil ich es abmildern möchte, weil ich es kleiner mache. Ja, Kommunikation ist so spannend, oder? Ich stelle immer wieder fest, dass es nicht nur die Worte sind, die man verwendet, sondern tatsächlich auch die innere Haltung, die man den Worten dahinter sein lässt. Also ich bin der Meinung, wir Menschen nehmen viel mehr wahr, als wir benennen können. Und da ist einmal die eine Sache, was nehme ich selber bei mir wahr und was nehme ich selber bei dem anderen wahr. Und wir da viel mehr interagieren können, als wir uns vorstellen, im positiven wie im negativen Sinne. Ich stelle das auch fest, wenn man zum Beispiel Kunden hat, die sehr dominant auftreten. Oh ja. Und ich mittlerweile auch feststelle, ich kann mich da abgrenzen und dann können die auch gerne dominant sein, wenn sie das sein möchten. Ich bin in meinem Kompetenzbereich und kann ganz klar sagen, was Sache ist. Und dann kommt das, also das ist oft, wenn mich eine Kollegin dann dazu ruft, ich habe genau das Gleiche gesagt, warum hört er denn dir jetzt zu und mir nicht? Das ist tatsächlich, wie die innere Einstellung dahinter ist. Weil du das auch nach außen strahlst. Ja. Und das ist tatsächlich was, was wir uns gerne mehr bewusst machen dürfen. Wenn du etwas erzählst, erzähl es doch als erstes mal dir selbst. Und guck mal, ob du dir das selber abkäufst, was du dir da erzählst. Sagt man nicht abkäufst? Du hast gerade so hast du das in meinem Gesicht gesehen? Ja, die nonverbale Kommunikation war abkaufst. Abkaufst. Käufst ist das so hessisch? Hessisch. Okay. Abkäufen. Ja. Der, wo da was abkäufen tut. Ja, also, aber ihr habt mich verstanden. Ja, klar. Weil die innere Haltung auch einfach gestimmt absolut hat. Absolut, wir sind ja auch bei Radio Hanau und es ist ja ein hessischer Sender. Ja, genau. Also. Ich fand es schön, weil du gesagt hast, mit diesen Mehrebenen, da war auch, was ich in der Recherche vorher hatte, noch total spannend mit den Hirnforschern, die gesagt haben, sie wollen mal gucken, was passiert bei Metaphern. Also es gibt eben im Gehirn Bereiche, die dann dafür stehen für Bewegung und für andere Bilder. Und dann haben sie das gesagt, sie haben einen Forschungsaufenthalt gemacht in England und haben da im Gehirn gemessen, was passiert. Und zwar, wenn sie Sätze haben, metaphorische Sätze, also Bilder, die jeweils mit Arm- oder Beinbewegung zu tun hatten. Einmal übertragen und einmal real. Also es gab den Satz, John picks her fruit. Also John erntete ihre Früchte. Und das gleiche Satz gibt John picks her brain, das heißt, horcht sie aus. John horcht sie aus, ist die übertragene Sinne. Oder eben Pablo kicked the ball, also Pablo schoss den Ball. Und Pablo kicked the bucket heißt bis ins Gras, übersetzt. Also es ist die Redewendung dafür, also was ganz völlig anderes. Und jetzt haben sie interessanterweise festgestellt, dass selbst bei der übertragenen Version, also bei ins Gras beißen, aber die Areale aktiv waren, die den Ball gekickt hätten, also das Bein bewegt haben, weil Pablo kickt
Und dann aber the bucket, also er biss ins Gras. Aber dadurch, dass es die gleichen Wörter sind, die eine andere Bedeutung haben, war das Gehirn hat trotzdem die Bewegung wahrgenommen, ohne sie, also im Gehirn sofort verstanden, was es wirklich, was die Metapher bedeutet. Wenn jemand den Dings dann beißt, also wenn er jemand den Kopf tritt, dann beißt er ins Gras, ist ja quasi die, wie bei uns Bären aufbinden. Wenn du das zum Beispiel sagst, dann wird dein Gehirn automatisch quasi im Gehirn das Bild visualisieren, das wortwörtlich gemeint ist. Ich habe an Brombeeren gedacht gerade. Oh, wie süß. Als du gesagt hast, habe ich so Himbeeren und gut, vielleicht liegt es auch daran, weil wir hier Himbeeren stehen haben und ich die ganze Zeit Himbeeren esse. Also habe an Himbeeren und Brombeeren gedacht. Okay. Aber es geht um echten Bären? Kennst du das Sprichwort Bären? Doch, ich kenne, also ich muss jetzt hier was dazu sagen. Ich habe so ein Thema mit Sprichworten. Mhm, ja? Mit Sprichworten und Metaphern. Mhm. Mit der sinnhaften Wiedergabe dieser ganzen Sachen und auch mit der wortwörtlichen Wiedergabe. Ich mische gerne. Ich tue mir da etwas schwer. Also, wo binde ich den Bären auf? Auf den Rücken? Ja. Warum binde ich mir einen Bären auf den Rücken? Nein, du bindest jemand anders einen Bären auf den Rücken. Oh, das ist ja fies. Ja, genau. Das ist eine Lüge erzählen quasi. Also du erzählst jemand anders eine Lüge, ist ein Bären aufbinden. Ich finde das mit den Himbeeren nice. Ja. Mhm. So. Aber also, da sehen wir auch mal wieder, wie unterschiedlich Gehirne funktionieren. Völlig. Und das kann man beeinflussen. Also wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Der erste Schritt ist ja wahrnehmen, was für eine Geschichte erzähle ich mir denn? Mhm. Und dann sich ganz bewusst entscheiden, möchte ich mir diese Geschichte erzählen oder möchte ich mir eine andere Geschichte erzählen? Ja, das ist ja auch wieder, wie spreche ich mit mir? Ja. Das nächste große Gebiet. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.